Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Schicksalstage. Was meine ich damit? Jeder Mensch hat Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen und Ziele. Viele Menschen möchten auch diese Ziele erreichen und bewegen sie sich in diese Richtung. Und es gibt bestimmte Tage, und es kommt nicht von uns selbst, sondern es sind die kosmischen Einflüsse, wo wirkt auf unserem Leben, und in solchen Tagen neigen wir dazu, das Aufgeben, davonlaufen. Vielleicht werden wir auch geprüft in solchen Momenten, ob wir wirklich daran glauben, diese Ziele auch zu erreichen. Ein solcher Tag ist 7. Januar 2018, und ich möchte diesen Tagen in Zukunft vermitteln, auch die Themen. Um was handelt sich da? In diesem 7. Januar handelt sich um Gerechtigkeit, entweder eine rechtliche Lage oder diese Belastung, weil wir etwas ungerecht empfinden. In diesem 7. Januar 2018 haben wir auch das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, aber auch klärende Gespräche und auch über Gefühlen offen zu reden. Also wichtiges Thema ist auch die Liebe, Partnerschaft. Was noch wichtig ist, die Wertschätzung des eigenen Selbstwertgefühls und auch die Bedürfnis, dass wir Lob, Anerkennung, Respekt bekommen. Es sind die Themen. Und das sind diese Tage, wo entscheidend ist, ob wir das verlangen, ob wir dabei bleiben, ob wir daran glauben. Und dann kommen die Ziele dazu, die Wünsche, dass wir das nicht aufgeben. Weil das kann umkippen in solche Momente, wo wir sagen, oh, das habe ich eh nicht verdient, das kann ich sowieso nicht. Und dann sinkt die Selbstwertgefühl, oder sind wir nicht in der Lage, über Gefühle zu sprechen oder etwas zu klären. Das mal speziell für diesen 7. Januar. Dann möchte ich noch etwas erklären. Es besteht alles aus Energie. Und wir Menschen, wir selbst haben auch unserem Energiefeld. Das wird nicht ausgeliehen, das kann man nicht kaufen, das ist auch kein Geschenk, sondern dieses Energiefeld erzeugen wir selbst. Und es kommt von unserem Inneren. Und es besteht aus Denken und Fühlen. Also es ist sehr wichtig, wie wir denken. Denken wir in die Richtung, ja, ich erreiche meine Ziele, ich glaube fest daran, oder wir denken, ach, das erreiche ich sowieso nicht. Und dann kommt das Gefühl dazu. Sind wir begeistert davon, Feuer und Flamme, und wir lieben das, was wir tun, oder haben wir Gefühle wie Zweifel, Schuldgefühl und Angst? Das kommt auf uns zu wie ein trojanisches Pferd. Und mit solchen Gefühlen erreichen wir nicht unsere Ziele, oder kommt das mit Verzögerungen. Weil das sind die Stolpersteine in unserem Leben. Also sehr wichtig ist, angstfrei leben, frei denken. Und da haben wir schon mal ein gutes Energiefeld. Andere Menschen haben auch Energiefeld. Jeder Einzelne. Was anderes, einzigartig. Das kann auch auf uns wirken, anziehend, weil wir die anderen sympathisch finden oder sogar lieben oder mögen. Wir müssen aber nicht jede Gefallen tun, weil das ist unmöglich. Wir können nicht alle recht machen. Es gibt Menschen, die eben unsympathisch sind. Dann müssen wir da aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht nur die Menschen, wo auch diese einzigartigen Energiefeld haben, sondern die Orten auch, wo welchen Ort wir leben oder uns bewegen. Es gibt Städte, wo wir das Gefühl haben, boah, da fühle ich mich wohl, da könnte ich leben, das ist wunderbar.
Dann gibt es auch Orte, wo wir sagen, ich weiß auch nicht, das ist so bedrückend, ich fühle mich da gar nicht wohl. Und es ist nicht nur die Orte, sondern die Räumlichkeiten, die Kaufhäuser. Es gibt Kaufhäuser, wo man gerne einkauft, es ist luftig, freundlich. Es gibt Kaufhäuser, wo wir das Gefühl haben, oh, nur schnell, schnell raus, da bin ich einfach nervös hier. Ich weiß nicht, da stimmt was nicht. Nicht nur die Kaufhäuser, sondern der Arbeitsplatz auch. Es gibt Büros, wo wir uns wohlfühlen. Es gibt Räumlichkeiten, wo wir uns wenig wohlfühlen. Oder unserem Zuhause. Und es entsteht dieses Energiefeld von die Emotionen, die Menschen, die dort arbeiten oder gearbeitet haben früher oder gewohnt haben, die hinterlassen ihre Spuren. Dann kommt noch dazu die kosmische Energie, was jeden Tag ändert, und das vermittel ich in die Tageshoroskopen. Das ändert sich Tag zu Tag. Und es ist sehr wichtig, wenn wir Meister sein möchten, unserem Leben, dass wir die Energiefelder harmonisieren. Es wird nicht hundertprozentig gelungen, aber wir können daran arbeiten. Und das nenne ich als Ritual oder Magie, wie auch immer. Nicht verwechseln mit Schwarzmagie oder Hexereien, halte ich nichts davon, sondern wir sollen immer in die reinen göttlichen Energie bleiben und immer in dieser schöpferischen Kraft. Das ist heilig. Und mit diesem Energie zum Einklang zu kommen, ein Klang mit der Bewegung, die Planeten, Sonne, Mond, also an kosmischen Energie, das ist ein Wissen. Aber das ist an uns auch verankert. Wir müssen nur auf unserem gesundes Bauchgefühl hören. Dann fühlen wir das auch. Und die Energiefelder, die Räumlichkeiten, wo wir leben oder bewegen, da besteht auch die Möglichkeit des Harmonisieren. Und es gibt Gegenstände, wo dabei helfen, wie Duft oder Farben oder Musik oder Klang. Es sind harmonisierende Hilfsmittel. Und ich möchte gerade für diesen 7. Januar, weil hier geht es um Klärung, klärende Gespräche, offen über Gefühlen zum Sprechen, offen ansprechen, was wir wünschen und auch selbstbewusst auftreten. Die Wertschätzung ist sehr wichtig und dazu empfehle ich etwas. Einmal diese Rauchstäbe, dieser Duft. Dieser Duft hilft auch, mehr Klarheit über unsere Situation, mehr Klarheit über Entscheidungen. Also für die Klärung ist dieser Duft. Wenn das um Klärung geht und Klarheit bekommen von etwas, da empfehle ich die goldenen Ritualkerze. Und dazu gibt auch ein Ritualöl, die Weg zum Öffnen. Natürlich gibt es auch andere Duftölen, wie zum Beispiel die Glück anziehen, aber das wäre die Wegzeiger, die richtige Entscheidungen, den richtigen Weg zu finden. Und die Beschreibung kann ich dazu geben, natürlich, wie man mit diesem Ritual Hilfsmittel arbeitet. Was ich noch empfehlen möchte, ein Anhänger, was auch dient als Amulett. Und da ist auch möglich, mit diesem Duftöl, mit diesem Ritualöl, diese Anhänger, was die Baum des Lebens symbolisiert, und da ist echte Blüte drin, mit diesem Duftöl bepinseln. Nicht viel, nur ein paar Tröpfchen.
Also das können wir mal tragen und es hilft bei Weg öffnen, mehr Klarheit zu bekommen. Aber nicht vergessen, die goldenen Kerze, die Ritualkerze hilft auch Klarheit bekommen und genau das unterstützt auch diese Duft, diese Räucherstäbe. Also das, was mir jetzt spontan einfällt und das passend, ich habe das so bewusst so ausgesucht, das passend für diese 7. Januar, weil da kommen diese kosmischen Einflüsse, wo wir anfangen, an etwas zu zweifeln. Die Bedürfnis ist aber da, etwas zum Klären oder über etwas Klarheit zu bekommen. Und das unterstützt den ganzen Prozess und harmonisiert die Energie. Und das ist so mein Anliegen, versuchen immer energetisch, was möglich ist, beeinflussen, damit meine ich nicht, andere Menschen zu manipulieren. Das verachte ich, also das unterstütze ich nicht, sondern dass wir, was uns selbst betrifft, unserem eigenen Energiefeld, das kommt von unserem Inneren, daran zum Achten und die Verbindung zum anderen Menschen oder Räumlichkeiten oder die Räumlichkeiten kann man auch mit diesem Duft bereinigen, das reinigt auch, bekommt man mehr Klarheit in Räumlichkeiten, auch zu Hause, auch bei dem Arbeitsplatz. Also das zum Vermitteln, dafür ist das da. Und all diese Hilfsmittel befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Die eine Termin habe ich erwähnt, das sind die Schicksalstage, wo entscheidend ist dann, in welche Richtung das geht. Nicht, weil Sie falschen Entscheidungen treffen, sondern das ist wie ein Knotenpunkt und in solchen Momenten neigen wir dazu, alles aufzugeben oder nicht mehr daran glauben und da sind die Hilfsmittel dazu da. Ich werde in Zukunft diesen Schicksalstage weiterhin vermitteln. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne mit mir kontaktieren. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.